Hallo, ich bin Sebel und heute habe ich wieder ein B-Modell für die 21125, das Dschungelbaumhaus für euch. Diesmal bauen wir etwas, das die wenigsten überraschen dürfte, nämlich ein Dschungelbaumhaus. Mit diesem Modell wollte ich euch zeigen, dass das alte Dschungelbaumhaus von 2016 in fast jeder Hinsicht besser ist als das moderne Baumhaus, das letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Wie beim modernen Dschungelbaumhaus auch, haben wir hier einen kleinen und einen großen Dschungelbaum. Der größere Baum ist ca. 30 cm hoch. An den großen Dschungelbaum wurde ein Baumhaus aus Holz gebaut. Sowohl der kleine Baum als auch der große sind mit Ranken bewachsen, sodass das Baumhaus über diese gut erreicht werden kann. Im ersten Stockwerk des Baumhauses befinden sich ein Bett sowie eine Sitzbank mit Tisch. Auf der Fensterbank stehen zwei Blumentöpfe. Ebenfalls auf diesem Stockwerk ist Platz für eine Truhe, die man von hinten herausnehmen kann. Das obere Geschoss des Baumhauses verfügt ebenfalls über eine Sitzecke mit Tisch sowie eine Werkbank. Da für die Dschungelbäume sehr viel braune Bausteine benötigt werden, musste ich mit den Bautechniken etwas kreativ werden. Der kleinere Baum wird mit den Noppen nach vorne gebaut und nur an dem Baumhaus befestigt. Da sich das Baumhaus auf den vorderen Baum abstützen kann, ist das Ganze trotzdem recht stabil. Im Gegensatz zum modernen Baumhaus wurde hier nicht an den Teilen gespart. Wie ihr seht, sind etliche der transparenten 2x2 Steine enthalten. Das moderne Baumhaus hingegen hat lediglich einen dieser Klötze. Während ihr für das moderne Baumhaus 120 Euro zahlt, bekommt ihr dieses Set im gebrauchten Zustand noch für einen vernünftigen Preis. Mit meiner kostenlosen Bauanleitung auf rebrickable.com könnt ihr dieses Baumhaus ganz einfach nachbauen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit dem Baumhaus. Bis bald, euer Sebel.